Talentierte Übernahme. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Train Sim World 2. Willkommen in Düren. Dies ist ein RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof. Mit Halt an allen Bahnhöfen öffnen Sie die Türen, um mit dem Einsteigen zu beginnen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier im Talent 2 von Bombardier Transportation Systems. Und wir fahren natürlich heute wieder im Dienste von DB Regio, dieses Mal aber zum ersten Mal auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Aachen, besser gesagt hier zwischen Düren und Aachen. So, die Türen sind geöffnet, die Fahrgäste dürfen einsteigen und ja, das haben sie bereits getan. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt wieder die Türen zu. Wer zu spät ist, ja, der wird den Zug leider verpassen, aber wir versuchen hier einigermaßen mal den Fahrplan einzuhalten. So, wir sind noch im Stillstand, deswegen können wir guten Gewissens die PZB einschalten in der oberen Zugart. Und da würde ich mal sagen, fahren wir ab aus dem Bahnhof von Düren, Leistung ist aufgeschaltet, Bremsen sind gelöst, die Spitzenlichter leuchten und ja, ich hoffe auch entsprechend die Signale auf grün. Ausfahrtssignal zeigt schon freie Fahrt an und das mit 60 km pro Stunde. Unter anderem deswegen können wir uns auch aus der PZB befreien. Es macht einmal Pieps im Führerstand und wir dürfen 60 fahren. Dort vorne sehe ich schon ein L, das wird sicherlich für den nächsten Bahnhof stehen. Oder Haltepunkt, in dem Fall Langer Wehr, genau. Welchen wir um 12.19 Uhr erreichen sollten. Einmal auf 60 km hochschalten mit der Leistung. Und da können wir eigentlich sogar, weil beim Talent haben wir sie an Bord, die AFB mit aktivieren. Und hier schön dann den Tempomaten nutzen. So, ich frage mich jetzt noch so ein bisschen, wieso die 85 hier blinkt. Okay, er hat schon von allein aufgehört. Das ist auch gut. Wir dürfen dann hier draußen auf der Strecke bis zu 160 km pro Stunde fahren. Und das werden wir auch direkt hier am Tempomaten noch so einstellen. Leistung geht hoch. Entsprechend mit der Tempomateneinstellung. Den stellen wir hoch auf 160 ein und dann hält der Zug die Geschwindigkeit, bis wir eben wieder manuell am Bahnsteig abbremsen müssen. Oder für den Bahnsteig. Wenn wir am Bahnsteig sind mit 160, ja, dann haben wir schon ein Problem, denn dann werden wir mit großer Sicherheit durchrollen. So, diese wunderbare Brücke hier nochmal. In dieser, naja, Dreieckskonstruktion. Die Triangelbrücke. So, den Kollegen ganz kurz grüßen noch mit dem Spitzenlicht. Und was halt auch so ein bisschen komisch ist hier bei dem Talent 2, irgendwie flackern die Displays hier vorne drin immer noch. Das hatten wir, glaube ich, in Rapid Transit im Transim World normal schon, genau. Und irgendwie haben sich diese Bugs teilweise mit übernommen, hier in den neuen Transim World 2. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber ansonsten, von der Ausgestaltung her, wieder ein echt schönes Fahrzeug. Wird wahrscheinlich auch genau dasselbe sein und halt für Transim World 2 hier in der entsprechenden Simulationssoftware neu implementiert worden sein nur. Also sprich, dass das alte Modell übernommen wurde, aber die Ansteuerungen vielleicht nochmal überarbeitet wurden. Und alles in allem, ja, das Fahrgefühl ist halt wie auf dem Talent 2 aus Transim World 1 und Transim World 2020. Da hat sich jetzt hier zur neuen Version nicht sehr viel getan, aber was natürlich ganz neu dabei ist, der ICE3, der hier an uns vorbeihuscht. Aber zu dem Thema dann speziell im ICE-Video natürlich noch mehr. Ja, bei Eisenbahnfreunden und Eisenbahnern wird sie natürlich auch als Hamsterwagen bezeichnet, die Baureihe 442. Einfach aufgrund dieser, ja, schönen Ausgestaltung der Frontpartie, was einfach typisch für so einen Hamster eigentlich ist. Diese breiten Backen, als hätte er irgendwas gerade im Mund. Und es passt halt so schön auf dieses Fahrzeug, weswegen man es darauf getauft hat. So, auch hier wieder die Signale alle auf grün. Was ich so ein bisschen schade finde, wir haben hier im Talent leider keine LZB mehr mit an Bord. Die hätten wir gerade hier auf der Strecke zwischen Köln und Aachen auf dem, ja, Hochgeschwindigkeitsabschnitt relativ gut nutzen können. Ich glaube, der müsste jetzt sogar hier hinter Düren irgendwo noch mit anfangen. Aber sei es drum, wir werden es dann nochmal sehen, wenn wir entsprechend im ICE unterwegs sind. So, wir können auch an der Stelle wieder
ganz kurz mal einblenden, wo denn der Bahnsteig kommt. Und das ist in 2 Kilometern. Da vorne sehe ich schon was blinken. Das heißt für uns KS1. Und in dem Fall halt auch runterbremsen. 81, na klar. Achso. Das ist halt auch so eine Sache. Die Taste für die Wachsamkeitstaste und für die Befehlstaste bei der PZB, die sind irgendwie hier im Simulator vertauscht. Jedenfalls was die Ansteuerung per Tastatur angeht. Das ist dann nicht so schön wie in Train Simulator, wo das wirklich genau übereinstimmt. Da hast du ja auf der rechten Seite Bild-Ab-Taste mit PZB wachsam verknüpft und auf der linken Seite die Entfernen-Taste mit einem PZB-Befehl verknüpft. Aber das ist hier halt, ja, irgendwie nicht so ganz, ich sag jetzt mal, funktionsfähig in der Hinsicht. So, 80 dürfen wir hier fahren, 62 haben wir auf dem Tacho, dort vorne kommt sowieso gleich der Haltepunkt, da brauchen wir nicht nochmal extra beschleunigen. So, dann heißt es einmal abzweigen mit dem Hamster. Hier vorne über die Weichenverbindung und dann hier, naja, ich sag mal rechts einordnen. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp, die E-Bremse ist bei dem Zug sehr wirksam. Deswegen empfehle ich es an der Stelle nicht, das Führerbremsventil hier drüben zu benutzen oder die Notbremsstellung hier auszuwählen. Weil ich habe so das Gefühl, die E-Bremsstellung hat mehr Kraft als die Notbremsstellung oder Schnellbremsstellung bei diesem Kombinationshebel. Und weil du dich vielleicht gerade wunderst, wieso ich hier so weit nach hinten fahre, das hängt einfach damit zusammen, dass wir heute in Doppeltraktion unterwegs sind. Und wir möglichst natürlich hier vorne an der Halttafel anhalten möchten. Und auch wenn sich das der Simulator nicht so unbedingt vorgestellt hat, aber wir versuchen den Zug möglichst am Bahnsteig anhalten zu lassen. Weil dort, wo die Marker sitzen für den Bahnhof hier, ja, da bleibt der letzte Triebwagen dann doch irgendwo hinter dem Bahnsteig noch stehen. Und die Türen können nicht alle geöffnet werden. Deshalb an der Stelle ein bisschen weiter nach vorne fahren und dann klappt auch das. So, Regio DB, für die sind wir natürlich heute im Einsatz und... Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ah, cool. Mittlerweile gibt es auch Ansagen an den Bahnsteigen. Auch wenn das nur so, ja, ich sag mal Standardansagen sind. So, Türen auf der rechten Seite verriegeln. Es piept. Und die Türchen sind zu. Abfahrt und weiter geht's. Bremsen lösen, die Leistung schon aufschalten und dann raus aus dem Bahnhof. 80 an der Stelle wieder. Genau. Und dann eine Sache ist mir noch aufgefallen, gerade eben beim Einfahren, das Signal hier drüben. Und zwar weiß ich, dass es diese Signalbauform wirklich gibt. Speziell bei ja, nicht bundeseigenen Eisenbahnen wird diese Form der, ich sag mal, KS-Signale gerne verwendet. Auch mit dieser mini-kleinen Geschwindigkeitstafel hier oben. Das gibt es teilweise wirklich. Aber mich würde mal interessieren, wenn wirklich jemand hier aus der Umgebung ist, ob dieses Signal in der Bauform wirklich da so verbaut wurde. Oder ob das jetzt hier nur für den Simulator mit eingeflossen ist. So, auf Vmax beschleunigen. 160. Nächster Halt, Eschweiler Hauptbahnhof. Ankunft um 12.24 Uhr. Also haben wir noch 3 Minuten. Oh, da müssen wir uns beeilen. Wie viele Kilometer? 6. Na, das werden wir wahrscheinlich nicht packen. Aber trotzdem, immer positiv denken, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Das sind auch ziemlich eng gestrickte Fahrpläne hier. Gerade für den Simulator. Die sind wahrscheinlich auf eine KI-Fahrweise ausgelegt, wo es wirklich nonstop heißt anfahren, bremsen und dazwischen gibt es nichts. Kein Rollen, kein Energiesparen. Nur perfektioniertes Fahren. Wobei man natürlich sagen muss, klar, durch diesen relativ langen Bremsvorgang, gerade eben, oder durch diese niedrige Geschwindigkeit, die wir dauerhaft gefahren sind, haben wir uns einiges an Zeit kosten lassen. Grüß dich, Kollege. Was ist jetzt? Achso, ja. Wir sind ein bisschen zu schnell. Und irgendwie hat sich der Tempomat auch abgestellt.
So. 4 Kilometer haben wir noch und 2 Minuten auf der Uhr. Dann mal schnell. Ja, wir werden heute an unterschiedlichen Bahnhöfen anhalten, unter anderem Eschweiler Hauptbahnhof. Dann geht es weiter mit... Okay, die Anzeige zeigt uns nicht mehr. Gut, müssen wir es anders machen. Einmal im Escape-Menü, da müssten wir es, glaube ich, sehen, den kompletten Fahrauftrag. Ablauf, genau, Eschweiler Hauptbahnhof, dann Stolberg, Eilendorf, Aachen, Rote Erde und dann Aachen Hauptbahnhof, genau. Und wieder aufnehmen. Erstmal speichern. Genau, und weiter geht's. Der Bahnhof hier, oder Haltepunkt, ist außer Betrieb. Das konnte man ganz gut sehen. Und ich finde es auch schön, dass die in Transit World mit integriert wurden diesmal. PZB wachsam. Und wieder schön volle Bremskraft nutzen. Diesmal müssen wir wirklich runter auf 60. So, dort vorne kommt dann schon ein Hauptsignal. Diesmal in HV-Bauform, okay. Und hier dann auch Langsamfahrt erwarten und Weiterfahrt mit 60. Genau, PZB bestätigen mit Wachsamkeitstaste. Okay, Tausender wird angezeigt, zum Glück. Wir hatten schon Stellen, wo das im Simulator nicht angezeigt wurde. So, 120 sind dann hier theoretisch wieder nach Verlassen des Weichenbereichs. Aber wir müssen uns erstmal in den Bahnhof hineinschleichen. So, jetzt müssen wir angekommen sein eigentlich. Na, wir haben ja noch ein paar Sekündchen, um am Bahnsteig anzuhalten. Kommt noch eine Doppelkurve oder ein Doppelgleisbogen, je nachdem wie man es bezeichnen möchte. Na? Ach, jetzt hat sich der Tempomat wieder abgeschalten. Wieso denn das? Da geht er einfach von alleine aus. So, 30 Sekunden noch zum Anhalten. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber alles okay noch. Türen rechts entriegeln. Ja, fast pünktlich. Fast pünktlich. So, Türen sind offen. Die Fahrgäste können aus- und einsteigen. Und hier auch relativ schön gemacht. Die Türen öffnen sich tatsächlich noch, auch wenn der Triebzug ein Stückchen weiter vorne steht. Die Ausfahrt hier war ja schon mit 60 gestattet. Und wir sind ein bisschen, naja, übers Ziel hinausgeschossen. Das war so eigentlich nicht geplant, aber... Trotzdem, ohne Probleme, hat das hier geklappt. Türen beide verriegeln in 3, 2, 1. So, sind zu. Da unten das T leuchtet. Und ab die Post. Schleunigst wieder raus aus dem Bahnhof. Damit wir vielleicht in Stolberg ja pünktlich ankommen. Trotzdem noch die Freitaste, auch wenn wir es eigentlich nicht müssten an der Stelle, aber das ist Transit World, da ist es nicht ganz so hundertprozentig umgesetzt, deswegen lieber einmal mehr gedrückt als einmal zu wenig. So, der Weichenbereich wird noch mit 60 befahren, bitte, und dann können wir hoch auf 120. Ach, der gibt schon 120 frei im Simulator, na gut, warum nicht? Dann gib ihm. Genau, nächster Halt, Stolberg im Rheinland, Hauptbahnhof, voraussichtlich Ankunft um 12.28 Uhr.
So, der Tempomat wurde auch gleich wieder reingepfeffert. Ja, wobei, da kommen schon wieder 110. Muss nicht quittiert werden, aber trotzdem möchten wir hier die Geschwindigkeit noch schnell ausfahren. Und dann schon wieder etwas runterbremsen, damit wir dann in 40 Sekunden sollten wir eigentlich schon da sein. Das wird dann wohl nichts. Also die Fahrpläne sind halt echt eng. Das würde ich jetzt mal noch so als kleinen Kritikpunkt mit anmerken wollen. Da muss man ja wirklich einen kleinen Tick schneller fahren als eigentlich zugelassen, um die hier irgendwie einzuhalten. So, reinbremsen. Der Bahnsteig sollte gleich auf der rechten Seite auftauchen. Und dann der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Okay. In Stolberg ist er links. Wieso steht die Halttafel hier? Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn so. Aber na gut. Die Türen in Fahrtrichtung links entriegeln und die Leutchen einsteigen lassen. Ja, vielleicht auch ganz cool, wenn man da nicht unbedingt so eine Bauabsperrung normalerweise hinstellen würde, sondern so ein richtiges Geländer. Es kann natürlich sein, dass in Stolberg der Hauptbahnhof wirklich so ist, dass da einfach so ein Bauzaun als Begrenzung steht. Das könnte ich mir bei der Bahn teilweise durchaus vorstellen. Und hier haben wir wieder so ein Minisignal, so eine sehr kompakte Bauform. Vom Typ KS-Signal. So, Türen wieder verriegeln. Und dann geht's weiter. Wir haben hier gar nicht so viel Zeit zum Gucken. Wir müssen uns hier wirklich beeilen. Und im Simulator können wir auch die Leistung vom Triebzug entsprechend weit hochdrücken. Der hat scheinbar so überhaupt keine Radstupfeigenschaft. Damit wir hier im Simulator halt den Fahrplan einhalten, wird das schon irgendwie so konfiguriert sein, dass es einigermaßen mit ganz großen Anstrengungen eben möglich ist. Und so ein bisschen Verspätung gehört ja auch dazu, damit es real wirkt. Ansonsten hätten wir ja hier keine Eisenbahn in Deutschland, ne? Das muss schon ein bisschen realitätsgetreu sein. So, 3,7 Kilometer, alles klar. Da gibt es auch immer so einen schönen Spruch. Fahrten mit der Eisenbahn sind unvorhergesehene Ereignisse, unvorhergesehene Ausnahmefälle und schöne Zufälle. Wie der eine oder andere Lokführer und Fahrgast sicherlich bestätigen können. Und grundsätzlich sind es immer unverbindliche Ankunftsempfehlungen, mit Gleisvorschlag und Zugnummernauswahl. So, Höchstgeschwindigkeit haben wir, 140 und jetzt so einen Ticken schneller noch, damit wir das irgendwie schaffen. Wir fahren mal so 41, 42, also 141, 142, aber da ist dann auch gut. Mehr soll es nicht werden, nicht, dass wir hier irgendwelche Probleme kriegen. So, der Bahnhof kommt aber ziemlich schnell jetzt. Wieso ist denn der so groß gestaltet, dieser Zwischenraum an Zeit und davor? Bei Stolberg war das so eng. Lag das vielleicht daran, dass wir am Anfang den Zug noch so teilweise aufrüsten mussten und die uns deswegen ein bisschen Zeit gemobst haben? Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Na komm. Schön langsam werden. Und dann passt das auch. Nochmal auslösen die Bremse. Und locker, flocker, flockig und geschmeidig hier in den Bahnhof rein. Genau, so wünscht man sich das doch beim Fahrplan. Türen, na gut, das können wir im Talent 2 eigentlich auch schön hier im Führerstand machen. Da braucht man nicht jedes Mal dieses Tab-Menü aufrufen, um dann quasi hier die Türen freizugeben. Das geht hier auch wunderbar. Und dann lassen sie einfach einmal reinspringen in den Zug. Und ich sehe gerade hier hinten was richtig Schönes. A, dass wir am Bahnsteig richtig dran stehen. Und B, dass hier ein Heißluftballon entlang fliegt. Das ist auch cool gemacht. Der erste Heißluftballon in Trainsim World 2. Zumindest der erste, den ich sehe. So, wie war das mit der Ankunftszeit? Warten Sie bis genau 12.34 Uhr und 30 Sekunden, dann geht's los. Türen sind noch geöffnet, wunderbar. Aber da frage ich mich echt, wer schreibt diesen Fahrplan? Gerade auch für Transit World 2 jetzt hier in dem Fall. Einmal so eng, dass man es kaum schafft, den irgendwie einzuhalten und dann eben solche großen Lücken, wo man sagt, gut, da gewinnt man an Zeit. Aber okay. So, 3, 2, 1, ach nee, bis 34, 30. Also noch eine Minute dürfen wir hier stehen. Na gut, dann machen wir mal eine kleine Expedition durch den Bahnhof oder durch den Haltepunkt. Wir können hier einmal aus dem Haltepunkt rausgehen, theoretisch, in den Ort. Das wäre dann der Ort Eilendorf, genau. Aber so ein Bahnsteigswechsel ist hier scheinbar nicht möglich. Das wäre dann sicherlich über die Straßenanbindung. Aber die ist für uns nicht offen. So, wir gehen mal in den Zug rein. Gucken uns hinten mal im Fahrgastbereich um. Ganz typisch hier die Sitzaufteilung. Kennt man so von der Deutschen Bahn. Auch von anderen Zugbetreibern, die den Talent 2 von Bombardier im Einsatz haben. Oben die Zugzählanzeigen mit drin. Die Toilette müsste ungefähr auf der Mitte des Zuges sein. Und hier dann auch noch daneben der Bereich, wo man entweder Fahrräder abstellen kann. Gerade auch für Rollstuhlfahrer bieten sich hier die Möglichkeiten, dass man sich da eben, ja, platzieren, niederlassen kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, jetzt mal die Türen verriegeln. Auch unsere Tür machen wir zu. Die Türen draußen am Zug schließen sich auch. Und ab die Post. Weiter geht's. Leistung aufschalten und der Zug fährt schön langsam aus dem Bahnhof aus. Unser vorletzter Halt, Aachen Rote Erde. Und dann geht es nur noch nach Aachen Hauptbahnhof hinein. Und dann sollte alles geklappt haben. So, volle Leistung. Und weiter geht's. 3 Kilometer haben wir noch vor uns und ankommen sollen wir um... Oh, 12.37 Uhr erst. Na gut. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Hier oben wieder die unglaublich unrealistische Signalkombination. KS1 ohne ZS3V und der verkürzte Bremsweg leuchtet. Aber na gut. Ist halt eine spielerische Simulation, ne? Es geht hier nicht darum, dass alles hundertprozentig ist. Was eben die Ausgestaltung angeht, von Signalen, Signaltafeln und so weiter. Sondern es geht hier eigentlich um den spielerischen Aspekt, den Dovetail Games auch mit diesem Simulator versucht zu vermitteln. Also, Bahn 120, die müssen nicht quittiert werden. Da sehe ich auch ständig wieder die Geschwindigkeitstafeln oder auch ZS3V-Anzeigenkurse. 90 Quittiere. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen Paranoia gegen diesen Simulator entwickelt habe. Der löst auch gerne mal Zwangsbremsungen aus, wenn es eben, ja, eigentlich nicht quittiert werden müsste. So, die 100 hier müssen eigentlich nicht quittiert werden. Deswegen lassen wir es jetzt mal an der Stelle. Und tatsächlich, das haben sie komischerweise zum Beispiel hinbekommen. Doch ein bisschen knapp. Die 100 muss ich auch nicht quittieren? Nein.
3, 2, 1 und zu spät. Wir fahren noch bis zum Ende des Bahnsteigs. Wir halten noch nicht hier vorne. Na, noch ein Stückchen. Komm, so. Das passt. Türen in Fahrtrichtung links öffnen. Und die Fahrgäste dürfen rein und rausspringen. Ich bin mal gespannt, was wir am Ende für eine Bewertung bekommen. Eigentlich interessiert mich das ja immer überhaupt nicht, weil es ist grundsätzlich immer so, dass man es entweder nicht einhalten kann oder halt die ja, Bewertungen, ich sag mal, nicht unbedingt dem Fahrstil entsprechen. Aber heute würde es mich tatsächlich mal interessieren, weil wir haben jetzt keinerlei Probleme irgendwie bekommen bisher mit der PZB und so. Gut, war ja auch nicht so viel, was da an PZB hätte hinhauen sollen. Aber trotzdem. Heute wollen wir uns mal an diesem spielerischen Prozess in der, naja, vermeintlichen Simulation oder was heißt vermeintlichen Simulation, in der spielerischen Simulation beteiligen. Was ist denn jetzt? Ja, ich hab's gerade gesagt. PZB, ne? Das Signal war grün. Und ich durfte da auch vorbeifahren. Frei, frei, frei. Das war kein 2000er. Achso, ja, die Bremse löst wieder so unglaublich langsam. Das gehört halt auch mit dazu. Verzögerungen durch solche Sachen. Na komm, lieber Zug. Komm schon, es kostet uns Zeit. Wertvolle Zeit. Jetzt. So, V-Überwachung 45 km pro Stunde. 1000 ist jetzt komischerweise auch noch aktiv. Das ist wieder die Frage, lässt sich in Trains the World der 1000er wegdrücken? Eigentlich nicht. Jetzt müssen wir auch bei den 45 bleiben. Oder eigentlich bei den 40, weil 45 da löst schon die Zwangsbremsung aus. Genau, jetzt tuckeln wir hier mit 40 entlang. Wie so ein Traktor auf der Straße draußen. Das kennt man auch von da, das ja, nervt ziemlich. So, Display-Ausfall natürlich wieder. Und dann war's das mit unserer Pünktlichkeit in Aachen Hauptbahnhof. Ja, die 70 sind auch hier wieder angeschrieben, die haben wir auch gerade eben schon quittieren können. Aber der Simulator wollte ja nicht. So, wir machen es auch hier nochmal schön ordentlich. PZB wachsam. So, jetzt können wir uns komischerweise befreien. Das ist gut. Dass der vor allem den 1000er dann noch mitgenommen hat, das hat mich halt gewundert. Weil er hat ihn erst nicht erkannt. Ich hab doch wachsam gedrückt. Was ist denn nur los? Ach, Mensch. Ja, die PZB ist halt auf dem Talent 2 auch so eine Sache. Also ich kann dir ganz ehrlich anraten, mit PZB fahren macht im ICE 3 Spaß, im Talent 2 hier weniger. Hier hat er irgendwie so ein paar Problemchen. Deswegen machen wir es jetzt nochmal folgendermaßen. Auf den letzten Metern machen wir es aus. Bevor es uns hier noch 30 andere Zwangsbremsungen reindrückt. Da kann ich jetzt relativ wenig dafür. Da kannst du ordentlich fahren, wie du möchtest. Und dich auch mit der PZB auskennen, wie du möchtest. Das bringt dir nichts. Im Talent 2 empfehle ich sie dir auszulassen, gerade bei solchen Stellen hier, wo dann eben doch sich die Signale häufen. Wir können gerne jetzt die Weiterfahrt mit PZB simulieren und so tun, als hätten wir sie an. Dann sage ich dir, was dort ungefähr leuchtet. Und das wäre jetzt gleich erstmal der 1000 Hertz Leuchtmelder in Kombination mit einer blinkenden 85. So.
Dann verkürzter Bremsweg, Weiterfahrt mit 40 erwarten und halt erwarten. Ja, dafür sind wir jetzt ein bisschen zu schnell, ich weiß. Aber wir haben schon so viel Verspätung mit drin. Da müssen wir mal ein bisschen flinker unterwegs sein. Alles in allem war es doch eine relativ schöne, wenn auch nicht ganz so talentierte Fahrt. Aber dennoch, ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Und in dem Sinne sage ich nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Allzeit gute Fahrt. Die Türen werden noch in Aachen in Fahrtrichtung rechts geöffnet. Und dann geht's für uns, ja, bald schon in die nächste Runde hier im Simulator. Schreib mir gerne deine Erfahrungen mit Transim World unten in die Kommentare hinein. Was dir gefällt, was dir nicht so gut gefällt. Und wie gesagt, für die PZB entschuldige ich mich jetzt mal an der Stelle. Auch wenn ich dafür nichts kann, aber trotzdem. Türen entriegeln. In dem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt. Wünsch dir Think New, Fly New.